Gut 85 Minuten haben wir für die Erkundung der Höhle geplant. Alle sind gespannt, was uns dort unten erwartet. Eine Führungsleine hinter uns her, die sicherstellen soll, dass alle wieder den Ausgang finden. Eine Sicherheitsvariante, falls Patrick, der Einzige, der die Höhle kennt, durch einen Unfall ausfällt. Für den Fall, dass wir mehr Luft verbrauchen als geplant, deponieren wir Reserveflaschen mit Pressluft und tauchen dann weiter in das komplizierte Labyrinth der Höhle. Überall entdecken wir neue Gänge und Kammern, die die Orientierung erschweren. Dann stoßen wir auf die ersten Skelette. Sind die Tiere zum Sterben in die Höhle geschwommen oder haben sie tatsächlich den Ausgang nicht mehr gefunden und sind qualvoll erstickt? In der Dunkelheit der Höhle eine beklemmende Vorstellung. Wir sehen die Überreste eines 2,5 Meter langen Marlins und fragen uns, wie der Hochseefisch in diese Höhle kommt. Jan Henning und auch wir sind fasziniert von diesem Schauplatz. Ein geheimnisvoller Ort, der in dieser Form einzigartig ist. Viele sagen, es ist wie ein Elefantenfriedhof in Afrika. Die Schildkröten gehen dorthin, um zu sterben. Eine andere Theorie ist, dass die Schildkröten die Höhle als Schlafplatz nutzen und in der Nacht dann nicht mehr herausfinden. Weil die Tiere an der Oberfläche atmen müssen, ertrinken sie dann leider. In Wirklichkeit wissen wir es einfach nicht. Noch einmal wechseln wir den Drehort. Ausgestattet mit insgesamt 15 verschiedenen Sondergenehmigungen von Behörden, Ministerien, Botschaften und Begleitoffizieren, treten wir den letzten Teil unserer Reise an. Von Malaysia aus geht es noch weiter nach Osten. Unser Ziel? Die Nordspitze der indonesischen Insel Sulawesi. Der Fischmarkt von Manado. Interessant sind solche Märkte nicht nur für Kunden und Touristen. Auch Meereswissenschaftler wie Jan Henning Steffen bekommen einen Eindruck, wie es in den Küstengewässern aussieht. Wir sind jetzt hier gerade 5 Minuten über den Markt gegangen und wir haben nicht einen einzigen ausgewachsenen Zackenbarsch von dieser Art Plectropomus gefunden. Und das zeigt eigentlich sehr schön das Problem.
egal ob es um Papageienfische geht, um Zackenbarsche, um die vielen anderen Gattungen, die wir hier gesehen haben. Ich kann hier sehen, dass alle dieser Gattungen hier überfischt sind. Für Fischereibiologen sind solche Märkte wie hier in Manado immer spannende Jagdgründe, erzählt uns Jan Henning. Sie bekommen nicht nur einen guten Überblick über die Vielfalt, sondern entdecken auch völlig unbekannte Fische. Ein guter Freund, Marc Erdmann, ist also so wie wir heute mit seiner Frau hier über den Fischmarkt geschlendert. Und die beiden sahen dann einen großen Fisch auf der Bank liegen und stritten sich dann darüber, ob das nun was Besonderes war oder nicht. Und gingen dann zurück nach Hause und guckten im Buch nach und stellten fest, dass das ein Fisch war, der seit 3 Millionen Jahren ausgestorben ist. Die Wiederentdeckung des sogenannten Quastenflossers war weltweit eine Sensation. Benannt wurde der Fisch nach Manado, der Stadt, in der er gefunden wurde. Latimeria manaduensis. Dass in diesem Teil Asiens immer wieder neue Tierarten entdeckt werden, ist durchaus nichts Ungewöhnliches. Das Dreiländereck Indonesien, Philippinen, Papua-Neuguinea bezeichnen Experten als das Korallendreieck. Es ist das artenreichste Gebiet der Welt. Und genau dort wollen wir unseren nächsten Tauchgang starten. Unser Ziel ist die kleine Insel Bunaken, direkt vor der Hafenstadt Manado gelegen. Jan Henning schätzt, dass in den letzten 5 Jahren allein im Gebiet um Bunaken etwa 100 neue Tierarten entdeckt wurden. Das Markenzeichen von Bunaken sind die steil abfallenden Wände. Hier leben gut 4500 verschiedene Fischarten. Im gesamten Bereich der deutschen Nord- und Ostsee sind es kaum 300. Steffen hält sämtliche Besonderheiten auf Video fest. Mit den Bildern will er die Politiker überzeugen, die die Einzigartigkeit solcher Riffe nie mit eigenen Augen gesehen haben. Man schützt nur das, was man kennt und sieht, argumentiert er. Und das hier kennt fast keiner. Wenn Jan Henning nach einem Tauchgang seine Bestimmungsbücher aufschlägt, stellt er häufiger fest, dass er Arten gesehen hat, die er in der Literatur gar nicht findet. Das betrifft nicht nur kleine Fische, sondern auch Haie und Rochen. Aber auch das entdeckt der Meereswissenschaftler immer häufiger. Zivilisationsmüll, vornehmlich aus Plastik. In Jakarta, der Hauptstadt Indonesiens, landen jeden Tag 8000 Tonnen Abfall im Hafen. Das entspricht der Menge von 1000 Müllwagen. Hier an der Küste von Manado ist es lange noch nicht so schlimm, aber die Spuren der Zivilisation sind nicht zu übersehen. Im Zentralpazifik hat man inzwischen festgestellt, dass der Plastikmüll eben nicht nur in dieser Größe im Meer treibt, sondern sich eben über die Jahre auch in immer kleinere Fragmente zerlegt. Und gerade wenn es sich dabei um Fragmente im Millimeterbereich handelt, die also häufig die Form und das Aussehen von Fischeiern haben können, kann es passieren, dass eine große Anzahl von verschiedenen Meeresorganismen diese Plastikteilchen aufnimmt. Es wird bei vielen, vor allem kleinen Arten, auch dazu führen, dass sie daran sterben können. Und wenn man also jetzt nicht in den kommenden Jahren die Feststoffverschmutzung in den Küstengebieten in den Griff bekommt, dann haben wir dort ein neues und großes und sehr wichtiges Problem. Wir fahren an die Lembe Strait. Das ist eine stark befahrene Schifffahrtsstraße, gut 50 Kilometer von Manado entfernt. Der wichtigste Handelshafen heißt Bitung und ist ein Umschlagplatz für Kokoserzeugnisse, Gewürze, Kaffeeholz und Gold. Riffe gibt es hier keine. Dafür hat sich in unmittelbarer Nähe der Hafenanlagen eine kuriose und einmalige Tierwelt angesiedelt.
Wir haben Ronald an Bord, eine Art Unterwasserscout, der sich darauf spezialisiert hat, seltsame Geschöpfe und exotische Lebewesen aufzuspüren. Das Auffälligste an den Tieren der Lembe Strait: alle sind irgendwie zu Fuß unterwegs, obwohl sie schwimmen können. Es sind die skurrilsten Lebensformen, die wir jemals gesehen haben. Ein bis zur Unkenntlichkeit getarnter Ambon-Skorpionfisch imitiert ein Büschel Seegras. Ein Anglerfisch steht stundenlang im Handstand und wartet auf vorbeischwimmende Beutefische. Auf dem trostlosen schwarzen Lavasand gibt es nur wenige Möglichkeiten der Tarnung. Ein Krake hilft mit einer halben Kokosnuss und einer Muschel nach. Für die ganz kleinen Kreaturen haben wir Lupen mitgebracht. So findet Jan Henning das kleinste Seepferdchen der Welt. Das nur 3 mm große Tier wurde erst vor wenigen Jahren entdeckt. Zu etablieren, dass die Tiere der Lembe Strait beschäftigen uns auch nach dem Tauchgang. Wir sind uns einig darüber, dass man eine derartige Konzentration bizarrer Lebewesen nirgendwo sonst auf der Welt findet. Wirkst du die da irgendwie am Grundlicht? Oder eine Muschelschale oder eine halbe Kokosnuss? Noch am Abend starten wir zum letzten Tauchgang unserer Reise. Was am Tag so faszinierende Wesen beherbergt, soll in der Nacht noch viel spannender sein. Während Ronald unser Tauchboot durch die Schifffahrtsstraße von Lembe navigiert, wird uns noch einmal bewusst, wie sehr sich dieses Tauchrevier von all dem unterscheidet, was wir in den letzten Wochen erlebt und gesehen haben. Die Tarnkleider der Bewohner von Lembe sind ein Wunder der Natur.